Hey, meine Rabauken, heute ist es an der Zeit, die 8 lustigsten Minecraft-Waffen zu craften, die es je gegeben hat. Mit dabei ist Osmo Lenski. Yeah, ich bin auch voll dabei. Yeah. Ablauf des Videos ist, ich kümmere mich erstmal um Essen. Und ihr lasst erstmal ein Like und ein Abo da. Leute, ich habe 111 Gramm Zucker gerade gegessen, weshalb ich gerade mega hyped bin. Lina ist hyped. Wir haben jetzt, wenn ihr das Video seht, haben wir den 23.12. abends. Das heißt, noch einmal schlafen gehen und es gibt dicke Geschenke. Als nächstes brauchen wir natürlich ein bisschen Holz. Der Ablauf des Videos wird wie folgt sein. Wir werden Waffe für Waffe craften und dann gegeneinander antreten. Und gewinnt man eine Runde, bekommt man einen Punkt. Der Sieger am Ende des Videos gewinnt einen Tesla tatsächlich. Geil. Einen 80.000 Euro Tesla. Als Weihnachtsgeschenk, kleines. So, aber die Waffen craften tun wir zusammen. Und für das erste benötigen wir blenden euch jetzt das Rezept ein, nichts weiteres als 2 Eisenblöcke, ein Blitzableiter, eine weiße Wolle und ein Kolben. Also um die weiße Wolle kann ich mich hier schon mal kümmern, ne? Das Ding ist, wir brauchen aber, ja, ein Bett. Ein Bett ist es auch nicht verkehrt. Ja, gute Laune brauchen wir auch. Das ist klar. Kiste. Ja, ein bisschen Brett. So, wo haben wir ein... Ich habe davon Schafe gehört. Wo haben wir denn ein Schaf? Das sind Willis. Hier ist ein Haufen weiteres Essen. Ein Dschungel, also ein normales Dorf in einem Dschungel ist aber auch wild, ne? Ja. Hey, ich bin doch sicher, dass ich hier Schafe gesehen habe, Elina. Wo sind die denn hin? Ich habe ein Schaf hier. Da haben wir schon mal die Wolle. So. Ja, jetzt brauchen wir Höhlen halt, ne? Wie sieht es denn hiermit aus? Ja, das ist eine Imposterhöhle. Hey, ich habe auch Kupfer. Aber brauche ich ja gar nicht da mehr, oder? Ich hab, okay, wir machen erstmal 3, dann nochmal 2 für ein Schwert, dann nochmal 3 für eine Axt. Und dann sind wir da eigentlich auch schon picobello ausgerüstet. Dann craften wir das Ganze mal hier. Weiter geht's, Leute. Wir suchen eine Höhle. Wir brauchen eine Menge Eisen. 2 Blöcke. Also ich habe Kohle, ich dachte Diamanten wirklich, aber es ist wieder diese Fake-Ranke. Dieses komische Ding da, wozu ich den Namen nicht weiß. Es heißt Lichtranke. Nee, keine Ahnung. Habe ich mir ausgedacht. Also mit Eisen sehe ich ja mein... Ah, doch, hier ist Eisen. Oh ja, die Höhle ist fett, Elina. Oh nein. Ich habe auf jeden Fall 1 Eisen. Ich habe 2 Eisen. Wir brauchen 18. Oh, ich habe 3. 4. 5. Wir craften halt instant die erste Waffe, ne? Da fackeln wir gar nicht lang. Weil ich meine, eine Waffe haben ist eine Waffe haben. So, ich habe hier noch mehr Eisen. Aber ich suche erstmal hier oben auf Nummer sicher. Ich glaube, wenn meine Berechnung stimmt, haben wir 8. Aber ich habe 5. Jetzt habe ich 6, 7, 8, 9. Ich habe 9. Nee, ich habe nur 3. 10. Und dann haben wir 13, Elina. Das ist ja eine maue Nummer. Ah, okay, wir haben ihn. Dann kannst du mir kommen. Ja. 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 Ich habe ja solo das Ding gerockt, Elina. Da können wir deins für Rüstung nehmen. Weil es gibt auch Verteidigungssachen tatsächlich. Also jetzt nicht Rüstung in dem Sinne, gibt es nicht. Aber es gibt schon auch Verteidigungsgegenstände. Also es sind nicht, also manche Waffen kann man ja auch zur Verteidigung benutzen, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Hm, ich meine, zum Beispiel ein Raketenabwehrsystem ist ja auch eine Waffe. Aber es ist ja natürlich jetzt nicht dafür da, um anzugreifen, sondern abzuwehren, ist ja klar. Du hast schon einen Ofen oder soll ich? Ja, ich mache einen, aber mach ruhig mal einen zweiten. Weil das wird ein bisschen brauchen hier. Jetzt haben wir 16 da drin, 18 da drin. Das burnt gut durch. Okay, was brauchen wir noch? Ein Kolben. Dann sind wir eigentlich durch. Warte mal, du kannst doch Kupfer hier irgendwie. Lass den dritten machen, da tust du Kupfer rein. Für Blitzableiter. Und dann brauchen wir nur noch einen Kolben. Ja, okay, Lapis habe ich schon mal. Aber das bringt mir natürlich Redstone-technisches gar nichts. Gar nix. Ich glaube, das brauchen wir auch für die anderen Sachen nicht. Boah, ich dachte gerade eben, hier wäre Redstone. Aber dabei war das nicht. Alter, hier ist eine Lush-Cave. Und da ist ein pinker Axolotl. Hey, was sag ich mit meinem Axolotl aus YouTuber-Insel? Hey, ich habe Redstone gefunden, Mensch, Elina. Hey, warum lenkst du ab vom Thema, Ben? Ich habe dir das geschenkt. Was hast du mir geschenkt? Ein Axolotl. Ja, ist doch nice. Ja, aber wo ist das? Ja, das chillt da noch nach wie vor in meinem Garten. Ich weiß nicht, was du jetzt hast. Du hast gar keinen Garten. Dann machen wir uns schon mal einen Kolben. So, Hammer. Dann können wir schon mal einen Eisenblock machen. Hammer. Dann können wir schon mal das Kupfer rausnehmen und einen Blitzableiter machen. Haben wir auch. Und genug Eisen für einen zweiten Block haben wir auch. So, Eisen links, rechts, Kolben Mitte, zack. Und hier oben kommt eine weiße Wolle. Wir haben die Schiebkanone. Elina, bist du bereit? Diese extreme Rechtsklick, um zu schießen. Bist du bereit? Und zu schieben? Ja, um zu schieben. Okay, pass auf, ich shoote. Da. Und? Oh. Was? Ah, warte mal, ich glaube, ich kann das Ding lenken. Warte. Okay. Ja, ich kann es lenken. Wow, die Lenkung ist übel schwer, aber... Aber wie... Oh Gott, da habe ich einen leeren Schuss gemacht gerade. Ja, da war doch kein Schaden nachgeladen. Ist wie schwer es ist, damit zu aimen? Gott. Oh, es macht. Warum läuft es denn? Hey, yo, wo läufst du lang, Bruder? Weißt du, wie schwer die Waffe zu bedienen ist, ey? Da muss man einen Führerschein für machen, Junge. Hä, das ist aber...
Das hat den gar nicht gejuckt, ey. Meine gute alte Axt. Elina, komm mal, wir machen den Zombie da um. Da würde man normalerweise ja gar nicht rankommen mit der Axt, okay, oder so, ne? Yeah, yeah. Aber mit der Scharfkanone ist das kein Problem. Wie kann der die Explosion überlebt haben? Will der mich verarschen? Okay, warte, Test bei dem Skelett. Man muss halt möglichst nah, also nicht nah, weil... Boah, das sieht aber gar nicht so viel ab, ne? Also ich weiß nicht. Nee. Ah, jetzt. Okay, lass mal bei dir testen. Also du kriegst jetzt auch eine Kanone, dann gibt's ein Battle. Ich habe auch ein Bett mit, Elina, wir können so einen Spawnpunkt setzen. Ich bin gespannt, wer den ersten Punkt holt. Aber warte mal, ich muss dir die Waffe erst erklären, damit es fair ist. Also du schießt, der visiert automatisch jetzt irgendjemanden an. So. Also jetzt sucht er halt gerade was und findet nichts, deswegen. Doch, und jetzt hat er die Fledermaus. Und dann kannst du das Ding abschießen und dann explodiert es. Cool, verstehe. Problem ist, das wird halt nicht uns anvisieren, ne? Deswegen ist das durchaus also auch sehr, sehr schwierig. Verstehe auch. Attacke, Elina. Uiuiui. Gerade? Ja, das war auch. Aber ich habe eine Taktik, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben die gleiche Taktik. Nein. Oh nein. Oh shit. Oh, das war ein Hit. Hit. Das war aber sowas von... Ich mach nämlich diesen hier. Nein, zu langsam. Ah, ich verstehe. Ich wollte instant vor dir schießen und sofort explodieren lassen, weißt du? Ich muss den Zombie anvisieren. Jetzt. Nee, du hast den falschen anvisiert, Kollege. Unsere Schafe, ey. Yo. Warte, jetzt machen halt Flächenschaden. Aua. Mir machen die Mobs hier mehr Schaden als du. Jetzt. Ich muss ganz schnell Doppelklick machen. Ja! Ja, so mäßig als Nahkampfwaffe geht's. Oh Gott. Aber jetzt habe ich hier. Egal, wir kriegen das hin. Ich helfe dir, Ben. Ja, wenn zwei Scharfkanonen sind, wäre besser als eine, ey. Ja, meine hat einen Cooldown. Ja, die macht schon fett Schaden, aber du musst es halt wirklich in den Leuten drin, ey. Es ist quasi wie so ein TNT, glaube ich. Und man muss halt schaffen, dass es in den Leuten drin explodiert. Und das ist vom Timing her schon schwierig. Stark, das war ein guter Hit, Elina. 1-0 für mich, Elina. Auf zur nächsten Waffe. Oh, die arme Fledermaus. Ich wollte eigentlich den Zombie. Die nächste Waffe. Dafür nehmen wir unsere Base mit. Brauchen wir 2 Obsidian, 2 Goldblöcke und 1 Enderperle. Gold habe ich hier auf jeden Fall schon gesehen. Das dürfte also kein Problem sein. Warte, ich gebe dir mal 3 Eisen. Und mach dir auch mal eine Brustplatte. Also hier ist schon mal Lava. Und hier ist auch Wasser. Ja, warte, perfekt. Dann übernimmst du Obsidian, Elina. Ich? Hier, ich gebe dir 3. Aber wir 3. haben keine Dias. Ach so, ja, stimmt, aber die brauchen wir so oder so. Komm, nicht drum herum. Du machst das. Also kannst du erstmal Obsidian gießen schon mal. Ey, ich hab Dias, denke ich. Na, oh, Bruder! Okay. Oh, hier geht's Prime runter. Ja, das ist hier nicht ungefährlich. Boah, Jump'n'Run Meister Benson hier wieder. Oh, hier ist so viel Eisen, ne? Oh, das ist wirklich eine Höhle. Das ist krank. Weil das Eisen bringt uns jetzt hier. Also, es ist wirklich mehr, als ich zählen kann. Gold! Ich hab Gold. 2 Gold, 3 Gold, also insgesamt jetzt 6 Gold. Irgendwelche Dias wären halt mal nice, damit wir Obsidian abbauen können. Bin hier auf jeden Fall Prime tief. Ich habe 9 Dias insgesamt. Boah. Und auch noch ein bisschen Gold, falls wir brauchen. Wir brauchen Safe, weil ich habe nur 5. Warte mal, 9. Ne, wir haben es fast, das Gold. Wir brauchen eigentlich jetzt, also du kannst eigentlich schon mal jetzt Obsidian machen, weil ich, wenn ich jetzt den Enderman finde, dann war es das. Ah, das sind Dias, und die nehme ich natürlich kostenlos mit. Junge, wie das Schaf jetzt so ein. Kostenlos. Wie das Schaf jetzt so jemanden sucht, da weiß keiner. Ein Dia. 2 Dia. Jo, perfekt, nur 2 Dias. Boah, das war ein Perfect Hit. Man kann Creeper One-Shot killen, das geht schon. Krass. Man muss es halt, aber es muss halt Perfect Timing sein. Ich suche jetzt ja wirklich nur noch einen Enderman. Das ist so eine Riesenhöhle hier. Ich habe einen Enderman, ich habe 2 sogar. Aber ich kann kein Boot machen. Warte mal, kann man nicht diesen Trick hier machen irgendwie? Nimm das. Oh, ich habe die mit der Sharp-Kanone gekillt, mit Styli, Dina. Richtig geil, Alter. Ja, ich habe Enderperle auch. Wir haben alles. Wir machen eine Gold, eine Dia-Picke. Wir machen uns... Na, Dias hebt mal auf. Vielleicht brauchen wir die noch. Ich habe 22 Dias, guck. Okay, dann können wir uns auf jeden Fall mal Schuhe machen. So viel ist ja... So viel Platz haben wir ja auf jeden Fall. Jetzt haben wir die 2 Goldblöcke auch. Okay, das heißt, wir brauchen 2 Goldblöcke. 2 Obsidian, bitte, Elina. Und wir haben gecraftet den Portal-Zauberstab. Boah, das sieht übertrieben cool aus. Das ist ein geiles Teil, alter Schwede. Das hat sogar Portal hier innen drin. Wie cool. So, man kann sich damit teleportieren, aber man muss den erst aufladen. Pass mal auf. Der hat nämlich verschiedene Ladungsstufen und du musst einen Mob, glaube ich, damit killen, damit er sich auflädt. Hörst du den Sound? Oh, jetzt hatte ich geladen, siehst du? Das ist Stufe 1. Jetzt kannst du dich so leicht teleportieren. Ah, jetzt ist der auch dunkler geworden hier. Aber ich habe mich trotzdem nicht teleportiert. Ich glaube, es geht nur durch Wände, kann das sein? Ah ja, oh. Wow. Okay, ich kann mich durch Wände teleportieren. Hier.
Cool. Aber du kannst den halt noch mehr aufladen. Je weit, ja anders trip mine jetzt oder und so. Je weiter er aufgeladen ist, desto weiter kannst du dich halt durch Wände teleportieren. Ist jetzt halt keine Waffe im klassischen See, aber muss ich will ihn noch weiter aufladen. Lass mich noch mehr Mobs killen. Ja. Ich glaube, der ist maximal aufgeladen schon. Ja, dann ich glaube, der lädt sich pro Hit auf. Und ich habe jetzt schon 8-mal gehittet, deswegen ist er maximal aufgeladen. Ja, dann ab durch die Wand, Ben, mit ja, lass mal was testen. Wir können eine Testwand aufbauen. Weil man kann schon, glaube ich, durch eine Menge Wände. Ich mache mal 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal sehen, ob ich 8 schaffe, Lina. Hm? Ja. Easy. Ich baue weiter auf. 9, 10, 11, okay. 12. Boah, 12. Boah, 12 geht auch noch. Mhm. Alter, 12 ist schon 13, viel, ne? 14, kannst du durch ganze Häuser durch. 15, 16. Ja, warte, warte. Ja, chill. Hä, hey, warte mal, ich habe noch andere Fähigkeiten. Ah, 16 geht nicht mehr, 16 geht nicht mehr. Okay, warte, ich baue wieder ab. 15? Ja, ja, 15 ist Max. Ah, okay. Alter, 15 Blöcke, wie weit das ist. Ja, durch Wände einfach. Aber die eigentliche Angriffsfähigkeit dieses Gegenstands möchte ich dir jetzt zeigen, Lina. Und zwar kann ich sneaken und dann kann ich ein Ziel auswählen, zum Beispiel jetzt den Zombie. Und wenn ich ihn dann angreife, kommen schwarze Löcher, die auf alle Mobs zielen werden. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, dass sich halt mein Zauberstab dann entlädt. Das heißt, ich muss den jetzt erst wieder neu laden, aber das ist halt, es ist ja wieder Max geladen. Jetzt kann ich wieder aktivieren, zwei schwarze Löcher, die den auseinandernehmen. Cool. Ja, ja, das geht auch auf Menschen. Okay, Elina, let's go. Oh, meiner ist schon Max, meiner ist schon Max. Meiner ist schon Max. Geh mal weg, geh mal weg. Elina, yo, hey. Hey, yo. Komm, 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 komm. Ach, wir kämpfen schon? Ja, ich bin schon dran. Ach so. Schon dabei. Okay, na gut, na gut. Der macht nämlich auch Schaden, ne? Ein bisschen. Mm, ja, ja. Dann lade ich den an dir jetzt einfach. Ah, ja, bin ich doof. Ich bin der doof. Ja. Bumm. Aber du hast doch massiv Schaden durch die Lava bekommen. Aber guck mal, du wurdest gekillt durch Steine aus einer anderen Dimension. Was? Wie cool. 2-0, Elina. Ey, musst du ein bisschen anstrengen jetzt hier mal. Nimm das, Spinne, für den Finisher-Move. Geil. Für die nächste Waffe benötigen wir wieder ein bisschen Gold. Da haben wir eigentlich direkt sogar nur einen Block sogar. Ich habe, glaube ich, direkt sogar schon fast genug. Wir brauchen aber den auch Dripstone. Hast du den irgendwo hier schon mal gesehen? Drip, drip, Dripstone. Na sicher. Hier geht's lang. Echt jetzt? Geil. Oh. Ja. Aus dem Weg. Ah, oh, der ist nicht aufgeladen. Muss laden. Und, ah, muss maximal geladen sein. Fress das, ihr Versagerkinder. Tschüss. Boah, das ist, Alter, Jedina, du hast mich angegriffen, yo, ey. Ich hab gar nicht gerechtsklickt, ohne Witz. Echt nicht? Mann, wir haben auch keine Rüstung, ey, das ist hier Banane alles. Da haben wir doch genug. 1, 2, 3, 4, 5, diesen Dripstone gar nicht mehr. Haben wir noch einen? Ja, 7, 8, reicht. So, bisschen Gold noch und dann können wir uns eigentlich auch schon das Portal gießen, weil die letzte Sache, da müssen wir in die Hölle. Oh, yo, der Creeper ist explodiert und hat Diamanten freigelegt. Und was für ein Baba-Vorkommen. Hä, das ist ein Achter gewesen. Der Creeper hat ein Achter-Dia-Vorkommen offengelegt. Das hätte man nicht gesehen sonst. Also ich hätte es niemals gefarmt halt, wie auch. Geile Meile, Alter. Kelina, okay, du kannst jetzt zeigen, was du kannst, indem du einen Weltrekordgießer machst. Ready? Bin ready. 3, 2, warte kurz, ich fühle mich hier nicht wohl. Jetzt fühle ich mich besser. Go. Nee, das wird nix. Das ist kein Doppelter. Das ist ein Doppelter, Peter. Ja, sieht gut aus. Ja, vorne. Ja, ja, gut. Spitze. Ja, super, 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 super. Bam. Bam. Was habe ich denn da jetzt? Ja, ist wild, Elina. Da muss kein Obsidian hin. Aber du kannst es noch retten. Weiter, 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 los. Ja. Kannst noch retten. Hä, aber jetzt kannst du es doch hinten nicht mehr gießen. Deswegen macht man andersrum. Ja. Ich habe es so voll strong, im Coaching, dass ich immer... Also, es ist, ja. Mach, mach dieses Parallelogramm-Portal. Stark, das ist ja so stark. Mann, gemacht. So eine Kacke. Ich mache es immer falsch, weil ich dann zu weit hinten ansetze. Das ist richtig dumm. Hallo? Alle, alle, alle. Warte kurz. Hey, hey, Digga, ihr seid verstanden irgendwo, der kleine, die kleine Kanalratte. Hä? Elina, errätst du, was wir aus einer Festung brauchen? Es ist was, es ist jetzt nicht, also es ist was nicht Offensichtliches. Also es ist schon so in einer Festung vorhanden, aber es ist jetzt nicht was, was du, also, na ja, sag. Sattel? Nee, ein oder Zaun. Oder Pferderüstung? Town, Nether Zaun. Ja, ja. Können wir ihn nicht einfach so... Ich hab ihn doch. Ach so.
So, was war das Crafting-Rezept jetzt nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Gar kein Problem. Ah ja, Tropfstein war es, dann Zaun, Goldblock. Gold musst du haben, es waren die Öfen. Ja, hab ich. Da ist es, Leute. Da ist er, das Schinkending. Wow. Dreizack. Oh, warte mal, wie heißt das? Dripstone Dreizack. Cool, sieht das aus. Mega. Das sieht geil aus. Okay, Rechtsklick, um ihn aufzuladen. Mhm. Wow, wie cool. Ja, okay, lass das mal im offenen Feld. Ich glaube, das ist nämlich viel größer, als man denkt. So, wo kann ich das mal machen? Entspannt hier. Hier unten? Einen entspannten machen. Einen entspannten, chillig. Spürt die Macht meines Dripstone Dreizacks. Das hat mich erwischt. Ach so. Ah, ich kann... Ah, je länger... Ah, oh, yo, Elina. Guck mal, ich zu mir. Tot. Elina hat Stress. Ich bin fast tot. Hey, du hast doch deinen Helm nicht aufgesetzt. Was für ein Helm? Ich hab dir den Helm gegeben. Guck mal, Elina, man kann den nämlich hier... Guck. Mhm. Ah, man kann das steuern. Oh, der letzte. Der letzte ist Crank, ne? Ja. Alter, ich will mal so time, aber dass der den da hinten trifft. Das müsste so... Hier so soll ich sagen. Wow! Jo, wie geil! Also es sah arschgeil aus, aber sie haben überlebt. Auf die Plätze, fertig, los! Wow! Ey, ich hab's überlebt! Der visiert dich an sogar, der hat Auto-Aim. Ich mach das nicht manuell. Elina, du kannst mich auch angreifen. Ja, ich bin am Start. Ja, ich hab das gesehen. Ich treff dich nicht so gut wie du mich. Ah, der macht's aber immer Sinn, den. Achso, gewonnen. Der visiert die automatisch an, aber nicht immer irgendwie. Aber bei dir hat's Prime geklappt. Ja, ja, ich bin anders in die Luft gepfeffert worden. Der letzte und alles entscheidende Kampf mit der Laser Gun. Die schießt halt. Der schreit. Yo! Das Besondere an der Waffe ist, ich möchte dir das zeigen, der macht halt, ne, ist ein Lasergun, aber anhand der Farbe kannst du erkennen, wie viel Schaden er macht. Und er macht mehr Schaden, wenn du ihn über eine Bande schickst. Merkst du, dann wird die Farbe dunkler, hast gesehen. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt so mache, dann ist sie rot. Oh, dann ist richtig heftig. Ich glaube, sie hat Auto-Aim, oder? Sie schießt automatisch in eine Richtung. Oh, ich weiß nicht. Naja, das ist auf jeden Fall... Das kann ich dich überhaupt treffen, sag mal? Tja, versuch's doch, Mann. Ja, ja, doch, du bist rot, oder? Bist du ja, ja, okay. Wow, ja, das ja, war ja, heftig. Ja, 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 ja. Okay, let's go, Dina. Aua. Hm. Ich mach über Boden einfach. Über Boden, Dina, ist viel klüger. Hm? Ja, ich hab halbes jetzt Schaden. Ja, ich hab auch nicht viel mehr. Echt nicht? Nee, nee, wirklich nicht. Ich hab dich da Arsch auf getroffen. Nicht essen, Dina. Essen verboten. Hast du mich gerade gehittet? Ist nicht verboten. Jetzt bin ich war das ein Quadro-Laser? Weiß ich nicht. Wenn ich nicht hier so reinschieße? Der ist ey, rot. Ich sehe dich noch. Ich glaube, wenn der rot ist, zieht der schon viel ab. Warte, schieß mich mal ab, wenn ich hier drin bin. Mal so einen ultra-roten. Ja, ja, der knallt schon gut rein, Alter. Ja, der war schwach zum Beispiel jetzt. Das klingt wie Logo, finde ich. Das ist für Logo eine Waffe. Lol. Das waren die stärksten und geilsten Waffen, die ihr hier in Minecraft gesehen habt, würde ich mal behaupten. Erstellt, vermisst Magstein. Also schaut da gern vorbei. Da gibt es noch weitere Sachen, die man noch ausprobieren kann. Link dazu in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.